Ich erzähle euch heute die Geschichte von Emmys und Tylers Ostseeurlaub. Emily und Tyler treffen sich vor ihrer Fahrt. Hey Tyler, fährst du eigentlich in den Urlaub und wenn ja, wohin? Hey Emily, na klar fahre ich in den Urlaub. Zur Ostsee, und du? Ich fahre auch in den Urlaub zur Ostsee. Wann fährst du? Ich fahre am 22.07. und du? Ich fahre am 10.07. Wohin fährst du zur Ostsee? Weiß gerade nicht. Ich sag's dir, wenn ich's weiß, und du? Ich fahre nach Usedom. Oh cool, da war ich letztes Jahr auch. Ist ganz schön da. Hoffentlich, ich hab nämlich keine Lust. Habe ich auch nicht, ist immer das Gleiche. Stimmt, hast recht. Ich sag dir, wenn ich zurück bin und wie es war. Okay, dir viel Spaß im Urlaub. Oh, danke, dir auch. Zu Hause. Es ist der 10.07. Emily fährt zur Ostsee und ist schlecht drauf. Emily geht baden und sieht schöne Sachen auf Usedom. Sie hat ihre Meinung geändert und es macht nun mehr Spaß als gedacht. Es ist der 20.07. Emily fährt wieder nach Hause und schreibt im Auto mit Tyler, dass es gar nicht so schlecht war. Hey Tyler, bin auf dem Rückweg, war ganz schön auf Usedom. Hätte es mir schlimmer vorgestellt, dann dir viel Spaß an der Ostsee. Danke, mal gucken, ob es genauso schön ist bei mir. Es ist der 22.07.19. Tyler ist auf dem Weg zur Ostsee und hat nun an die Nachricht von Emily gedacht. Er ist baden gegangen und erlebte viele Dinge und er ging mit seiner Familie essen. Und am 2.08. ist er wieder nach Hause gefahren.